Ja, an dieser Stelle nochmal ganz offiziell ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar ESET Secure Authentication. Ja, wie schaffe ich es denn mit dem Thema Multifaktor-Authentifizierung, das schwierige Thema Passwort, verbunden eben auch mit der Integrität, für die man eben dementsprechend hier eine Sicherstellung sucht, wie kann man das lösen? Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Zum Einstieg für diejenigen, die uns noch nicht kennen. Ich weiß, der Großteil kennt die ESET schon, möchte da auch nicht die große Hafenrundfahrt machen, aber zwei, drei Anmerkungen an dieser Stelle seien hier vielleicht nochmal angebracht. Also ESET ist ja seit über 30 Jahren europäischer Hersteller in Privathand und ohne externes Kapital. Das hat vor dem Hintergrund des aktuellen geopolitischen Drucks und natürlich auch den Compliance-Anforderungen von Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen hohen Stellenwert und möchte an der Stelle auch nicht verpassen, nochmal zu erwähnen, gerade auch für unsere Reseller, die heute anwesend sind, dass sowohl die Prozesse als auch die Produkte vom Entstehungsprozess bis in den Sales hinein ziemlich frisch neu ISO-zertifiziert sind. Das gilt auch für unsere Cloud-Plattformen und Cloud-Lösungen, die wir jetzt überall vollständig mit integriert haben. Das mag bei dem einen oder anderen Auftrag oder auch bei einer Ausschreibung und bei größeren Kunden natürlich sehr hilfreich sein. Ja, natürlich haben wir auch ein sehr großes Portfolio, wollen wir heute auch nicht im Detail drüber sprechen. Ursprünglich heißt dieses Universum ja seit einigen Monaten ESET Protect, startet eben mit einer zentralen Management-Konsole. Üblicherweise starten wir dann auch mit optimierten Produktbundles, also formen ein passgenaues Angebot eben von kleinsten Kunden, vom Handwerksunternehmen um die Ecke bis zum Enterprise-Kunden, können das danach je nach Anforderungen natürlich auch noch mit Einzelprodukten ergänzen. Das ist so die übliche Vorgehensweise mit den üblichen USPs, die wir als ESET so mitbringen. Natürlich kann man all diese Produkte auch einzeln beziehen und das, um was es heute geht, den Lösungsansatz, um den es heute geht, nämlich explizit um das Thema Authentifizierung. Das ist auch ein Produkt, das völlig unabhängig von allen anderen ESET-Produkten funktioniert und auch für Kunden eingesetzt werden kann, jeglicher Größe und auch dann, wenn sie gegebenenfalls einen anderen Endpoint-Schutz oder andere Security-Lösungen bereits einsetzen. Das soll es dann erstmal als Entree gewesen sein. Ich glaube, dass wir uns jetzt mit einer ganz zentralen Frage vielleicht eingangs einmal beschäftigen, nämlich das Thema Passwörter. Also gerade für unsere Reseller ist das ja nicht neu. Wir sehen ja auch in der Realität immer wieder seit 10, 15 Jahren weisen wir darauf hin, was sind sichere Passwörter, wieso ist das eigentlich so problematisch? Und um da noch mal ein bisschen für Bewusstsein zu sorgen, habe ich Ihnen zwei, drei Zahlen mitgebracht. Dürfen Sie natürlich auch gerne bei unseren gemeinsamen Endkunden verwenden. Und das ist eine kleine Zahl, die aber doch eine sehr große Auswirkung hat. Denn letztlich dieses 100 plus 25, ich löse das mal auf, 100. Das ist die durchschnittliche Anzahl Passwörter pro User in 2020, ermittelt durch eine NordPass-Studie. Die ist auch noch ziemlich frisch. NordPass bietet hier Passwort-Saves an, hat natürlich einen guten Überblick, was die Kunden abspeichern, wie viele Zugänge, wie viele Passwörter dann üblicherweise so da sind. Und da kommen im Schnitt tatsächlich 100 raus. Ich persönlich habe erstmal ein bisschen gestockt und gedacht, oh, 100 Stück klingt doch schon relativ viel. Passt das denn? Aber wenn man seine private Geschichte, sein privates Umfeld und das Businessumfeld vielleicht mal zusammenmischt, also jeder eBay, Amazon, Spotify-Zugang oder PayPal oder was auch immer Sie da nutzen, jede Bank, jede Versicherung, jedes Asset eben auch im Unternehmen, dann kommt man doch recht schnell sogar auf diese Anzahl von 100. Und was dummerweise noch dazu kommt, ist, der aktuelle Zuwachs an Passwörtern pro Jahr ist im Schnitt roundabout 25%. Also das Problem wird halt nicht kleiner, eher noch größer. Und viele Kunden verfallen natürlich auch aus Not eben dementsprechend immer wieder dazu, die gleichen Passwörter
zu benutzen auf verschiedensten Plattformen. Das sieht man auch ganz aktuell, sage ich mal, wenn man den Blick in die USA wirft, Pipeline-Anbieter oder andere Thematiken oder ins Verlagswesen mal den Blick richtet in Deutschland, da kann man sicherlich reichlich Beispiele finden, wo das immer noch tagtäglich vorkommt, der kompromittierte Zugang. Und das ist zwischenzeitlich ein Geschäftsmodell geworden für Cyberkriminelle. Vielen ist das nicht neu. Was aber neu ist, ist tatsächlich die Zahl, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Ich muss langsam aufpassen, ich benutze diese Quelle schon ein bisschen länger, Have I Been Pwned, damit ich die Schriftart nicht deutlich kleiner machen muss, weil langsam passt die Zahl nicht mehr auf den Bildschirm. Das ist die bekannte Anzahl kompromittierter, gestohlener und öffentlich verfügbarer Accounts aus Data Leaks und Hacks, aus ganz aktueller Stand jetzt aus Mai 2021 von Have I Been Pwned. Das heißt, das ist das, was man weiß, was in den Händen von Cyberkriminellen existiert. 11 Milliarden Accounts. Wir wissen, wir haben ungefähr 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Also die Chance, eben hier in einer so einer Liste drin zu stehen, ist relativ hoch, wird auch nicht wirklich kleiner. Und das zeigt natürlich auch, wie schnell eben das Thema Passwort hier in den Fokus von Cyberkriminellen gerät. Das Dumme daran ist, und das hat ja auch das BSI im letzten Jahr bei den Grundschutzanforderungen verändert, ist, dass eben diese komplexen Anforderungen an wie lange darf ich ein Passwort nutzen, wie kompliziert darf das sein, mit Sonderzeichen, Groß-Kleinschreibung, alle 30, 60 oder 90 Tage neu, das löst dieses Problem nicht. Und aufgrund dessen hat das BSI ja auch diese Empfehlung zurückgenommen. Und zudem kommt noch was dazu. Ich persönlich hätte nämlich erwartet, dass im Rahmen von der Pandemie, die wir ja nun alle erleben, also im Rahmen von Corona, die Passwörter besser werden, nachdem ja viele ins Homeoffice gewechselt haben und vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommen haben, dass Zugänge von außen aufs Unternehmen vielleicht doch mit einem sicheren Passwort geschützt werden müssen. Das Hasso-Plattner-Institut darf uns hier wieder eines Besseren belehren. Das sind nämlich aus Dezember ermittelt vom Hasso-Plattner-Institut die Top 20 Passwörter in 2020. Und Sie sehen, daran hat sich nicht allzu viel verändert. Das sind immer noch die Top 20 geleakten Passwörter aus Deutschland. Ich nehme jetzt mal an, wir dürfen das für andere Länder ähnlich verifizieren. Ja, dass in Frankreich nicht Hallo oder Sonnenschein da steht, ist mir auch klar. Aber diese Pragmatik, wie wir alle Passwörter gestalten, beziehungsweise wie der normale User Passwörter gestaltet, die hat sich leider nicht verändert. Außer, dass jetzt Sonnenschein und Alexander dazugekommen ist, hat Corona da nicht wirklich viel Positives dazu beigetragen. Was auch sicherlich nicht zu unterschätzen ist, kleiner Hinweis, Seitenhinweis an dieser Stelle. Es gibt von uns ein kleines Paper zum Thema Cyberpsychologie. Also welchen Einfluss hat denn die menschliche Verhaltensweise des Individuums auf die IT-Sicherheit und die Fähigkeit von IT-Sicherheit in Organisationen und Unternehmen, kann ich Ihnen mal ans Herz legen. Da sind verschiedenste Typen genannt. Wir haben ja in der IT, oder sagen wir in der Datenverarbeitung, wie jetzt ein älteres Semester sagen würde, nicht nur junge Studienabgänger, die quasi mit dem Tablet in der Hand schon aufgewachsen sind, sondern auch viele Mitarbeiter und Arbeitnehmer, die eben erst im Laufe ihres Arbeitslebens mit dem Thema Datenverarbeitung in Berührung gekommen sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Und auch die müssen wir irgendwo ein Stück weit technologisch abholen. Ja, wie können wir jetzt weiter vorgehen? Also wie schaffen wir es denn mit Integrität, sichere Zugänge zu kreieren und gleichzeitig noch ein Stück weit Komfort mit reinzubringen? Denn das Thema Komfort, da kommen wir gleich nochmal drauf, spielt eine ziemlich wichtige Rolle. Kann ich das überhaupt miteinander verbinden? Passt das überhaupt zusammen? Und dazu muss man sich erstmal klar werden, um was es eigentlich geht. Also was wir gerne möchten, ist eine Zugriffsintegrität zu gewährleisten auf verschiedene Systeme und verschiedene Plattformen. Und um das zu gewährleisten, gibt es jetzt durch uns durchaus einige verschiedene Möglichkeiten, je nach Schutzbedarf, je nach Möglichkeit, je nach Budget. Und die möchte ich mit Ihnen einmal ganz kurz durchgehen. Wir starten einfach mal mit dem Klassiker. Also viele kennen das Thema Authentifizierung ja aus dem Bereich 2FA, also Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Das ist mittlerweile schon fast ein Stück weit, muss man sagen, ein Stück weit überholt, denn das ist ein Prinzip, das schon sehr, sehr lange existiert. Also viele kennen das eben aus dem alten VPN-Bereich, gerade so Versicherungen, ja, wenn externe Versicherungsvertreter eben auf Systeme zugreifen müssen, dann hatten die meistens so einen Dongle dabei, also einen Stick, und haben dann dementsprechend für den Login auf das Firmennetzwerk eben hier einen zweiten Faktor benötigt. Bleiben wir aber einfach mal bei dem, was am einfachsten umsetzbar ist, nämlich die Verbindung von einem Passwort, wie auch immer das dann lautet, mit einem zweiten Faktor. Und das kann hier in dem Beispiel zum Beispiel das vorhandene Smartphone sein oder die vorhandene Smartwatch. Die Kombination ermöglicht mir jetzt ohne weitere Hardware-Anschaffungen zum Beispiel ein Einmalpasswort zu generieren. Ja, es geht auch noch das Thema SMS, obwohl ich habe es hier schon gar nicht mehr hingeschrieben, weil wir alle wissen, wie wir heute hier gemeinsam sind, SMS gilt nicht mehr als sicherer Authentifizierungsfaktor, auch wenn es viele noch machen. Ich erwähne es nur am Rande mal, ja, das geht, aber wir promoten es nicht mehr. Also das Thema Einmalpasswort, One-Time-Passwort, wie Sie es vielleicht aus dem Google Authenticator auch kennen, und das Thema der Push-Methodik, also der Push-Authentifizierung, das wäre hier eine Möglichkeit. Das heißt, nach Eingabe des Passworts bekommen Sie eine Push-Mitteilung auf Ihre digitalen Geräte, auf das gewohnte Smartphone, und können das dort per Knopfdruck eben bestätigen, ohne irgendeinen langen Code noch einzutippen, und das in wenigen Sekunden eben dementsprechend mit viel Hektik jedes Mal durchzuführen, nachdem Sie sich einen Kaffee geholt haben. Das wäre eine Methode, ist eben die günstigste, sehr komfortabel an der Stelle und ohne weiteren Hardwareaufwand machbar, denn Sie können hier die Smartphones des Users oder des Mitarbeiters benutzen, wenn es denn zugelassen ist, ansonsten gerne natürlich auch ein Unternehmensgerät. Dann wäre eine weitere Kombination auch in der Mischform eben möglich, die Kombination von Passwort und Hardware-Token, klassisch, also ein YubiKey, ein RSA-Key, was von Phytian, was immer Sie auch dementsprechend zur Hand haben, alles was TOTP, HOTP unterstützt, kann hier eben dementsprechend verwendet werden, wäre das der zweite Faktor, das heißt, Sie geben ein Passwort ein, stecken einen USB-Dongle an, drücken darauf aktivieren und dann haben Sie eben dementsprechend Ihre Zwei-Faktor-Authentifizierung durchgeführt. Und die letzte, und die ist sehr umfangreich, denn die würde gegebenenfalls auch in Kombination passwortlos funktionieren mit einem zum Beispiel FIDO-Token in Kombination mit Biometrie. Die gibt es von verschiedensten Herstellern mittlerweile. Phytian ist ja nur einer genannt. Dann wäre es quasi so, dass Sie Beispiel Windows-Anmeldung das Gerät starten und bei der Windows-Anmeldung dann kein Passwort mehr eingeben, sondern tatsächlich nur noch einen biometriefähigen Token einstecken, USB-C, USB, dann einmal Ihren Pranke da drauf halten, Ihren Daumenabdruck, und dann sind Sie quasi passwortlos eingeloggt ins System. Das wäre möglich, auch andere Optionen wie zum Beispiel Windows Hello sind da möglich, erwähne ich auch, ist für viele nicht die beliebteste Variante, weil logischerweise Windows Hello-fähige Kameras noch sehr teuer sind, deutlich teurer wie zum Beispiel so ein FIDO-Biometrie-Token, der auch gegebenenfalls mehrfach eingesetzt werden kann. Es gibt da also auch Kombinationen mit RFID-Chips, um Türen zu öffnen und so weiter. So kann das auch an anderen Systemen gegebenenfalls genutzt werden. Gerade im Bereich Healthcare, also für unsere anwesenden Reseller, ist das Thema sehr interessant, denn wir haben hier teilweise auch berührungslose Szenarien und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage auf, was kann ich denn damit zugreifen, wenn ich meine Authentifizierung durchgeführt habe? Eins habe ich ja eben schon genannt, das Thema Desktops. Also ob das jetzt ein Windows-Desktop ist oder ein Windows-Server, also ein privilegierter Zugang für einen Administrator, die klassischen VPN-Dienste, alles was Radios basiert ist, also Citrix, ZenApp und so weiter und so fort. Und natürlich auch sehr häufig genutzt im Bereich der Pandemie das Thema Remote-Desktop. Das kann ich hiermit natürlich logischerweise absichern, macht auch sehr viel Sinn. Dann als zweites zum Beispiel die klassischen Cloud-Dienste genannt, also alles, was das ADFS-Framework unterstützt, das wäre an dieser Stelle zum Beispiel das Microsoft 365-Universum, aber auch viele, viele Google-Dienste und nativ hier nochmal als Beispiel Outlook Web App, wenn Sie das nutzen, das wäre hier abzusichern.
dann eben dementsprechend ganz native Applikationen, wenn Sie die denn noch im Einsatz haben, on-premises, nämlich das Thema Microsoft Exchange, SharePoint und Dynamics, also im Bereich CRM-System, ist das eben auch von Bord aus, von den Hausmitteln aus einsetzbar. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Schnittstellen zu nutzen. Und Schnittstellen, da sind jetzt zwei genannt. Neben ADFS, die wir ja oben schon genannt haben, gibt es dann noch zum Beispiel das SAML-Framework, diesen Standard, den wir hier unterstützen. Und der ermöglicht es eben, uns auch diese Authentifizierung weiterzuführen in eigene Dienste und Services. Das ist eine sehr angenehme Geschichte, weil ich dann auch in der Lage wäre, zum Beispiel passwortlose Umgebungen bereitzustellen. Also wenn Sie sich einmal authentifiziert haben beim Login ins System, kann diese Authentifizierung per SAML natürlich auch weitergeführt werden, zum Beispiel in Office 365, auf SharePoint Online, Exchange Online oder andere Dienste, ohne dass der Nutzer das immer wieder wiederholen muss. Da bestimmen Sie halt quasi, in welcher Häufigkeit und welcher Regelmäßigkeit diese Authentifizierung dann auch wiederholt werden soll. Weitere Möglichkeit, wenn Ihnen das nicht reicht, wäre dann noch zu sagen, Sie haben hier die Möglichkeit, eine Schnittstelle zu nutzen, API oder sogar ein Software Development Kit. Damit haben auch schon Anbieter von E-Mail-Archivierung im Beispiel mal zu nennen, quasi White-Labeled-Lösungen geschaffen mit unserer Technologie. Auch das wäre möglich, da müssen Sie aber ein bisschen Programmierkenntnisse mitbringen. Das ist also nicht out of the box. Ja, drei Dinge kann man da eigentlich rausziehen, die wichtig sind für Kunden, aber eben dementsprechend auch explizit für die User und Admins, nämlich das Thema Flexibilität. Flexibel, was heißt das? Also ich bin flexibel in der Authentifizierungsmethodik. Ich kann mir halt aussuchen, und hier ist die SMS noch drin, damit wir sie nicht vergessen, wie möchte ich authentifizieren, für welchen Dienst, für welchen User. Gibt es User, die brauchen einen Biometrie-Token? Gibt es User, die brauchen einen Hardware-Token? Gibt es User, die das Smartphone benutzen dürfen? Sie entscheiden das ganz alleine, auch für bestimmte Nutzergruppen, auch Mischformen. Das ist eben dementsprechend möglich. Dann der Hardware-Einsatz ist flexibel. Möchte ich Hardware einsetzen, möchte ich nicht einsetzen? Bestehende Smartphones nutzen oder auch bestehende Token. Auch ältere Token funktionieren natürlich, wenn Sie das heute schon im Einsatz haben. Das kann man natürlich alles dort integrieren. Auch die Lizenzform, also je nachdem, was man als Endkunde denn haben möchte, möchte ich eine Kauflizenz haben für 1, 2 oder 3 Jahre oder möchte ich das Ganze als Managed Services haben? Ja, das Produkt ist auch als Managed Service verfügbar und dann eben monatlich abzurechnen, tagesgenau, je nachdem, wie viele Lizenzen Sie denn brauchen. Und die Infrastruktur im Hintergrund ist ebenso flexibel durch uns bedient. Früher war es ja so, dass das Produkt nur in AD-Umgebungen, also Active Directory-Umgebungen, eingesetzt werden konnte. Ist schon ein bisschen länger her, dass wir das verändert haben. Es ist auch für jeden Kleinstkunden nutzbar ohne Active Directory. Sie brauchen nur die E-Mail-Adresse und Handynummer dementsprechend des Nutzers und dann können Sie das ausrollen und nutzen, auch wenn Sie keine Active Directory haben. Also großer Schritt eben gerade in dem Bereich, wo wir sagen, auch für kleinere Unternehmen muss das eben nutzbar sein und muss es eben mehr Sicherheit geben. Das zweite große Thema aus meiner Sicht ist das Thema des Komforts, hatten wir ja anfangs schon gesagt. Also der Nutzer verwendet erstmal gewohnte Hardware, wenn er das denn möchte. Damit kennt er sich aus, benutzt er jeden Tag, um zum Beispiel Candy Crush zu spielen oder eben irgendwo auf anderen Apps was hin und her zu schieben und Fotos zu teilen. Das kennt er. Wir können eben diese passwortlosen Umgebungen einrichten, wenn wir das wollen. Das macht natürlich auch den Widerstand gegen so eine Lösung deutlich kleiner. Single Sign-On-Szenarien über das SAML-Protokoll, was ich eben schon erwähnt habe, so dass man das nicht immer wieder wiederholen muss und ich eben hier tatsächlich auch sicherstellen kann, dass wir den User nicht bei jeder Kaffeepause zu Tode nerven. Und für den Admin genauso oder für große Umgebungen genauso, zum Beispiel bieten wir ein sogenanntes Self-Enrollment an aus der Software. Das heißt, wenn Sie sehr große Umgebungen haben, dass Sie eben nicht einfach mit der Gießkanne mehrere hundert oder mehrere tausend User erstmal hier mit dieser Software oder mit dieser Applikation ausrollen müssen, ohne zu wissen, wann benutzt der User denn eigentlich die Plattformen, die Sie hier sichern wollen und wann nicht,
sondern man kann das auch über ein Self-Enrollment nutzen. Das heißt, wenn der User das erste Mal SharePoint online benutzt, dann bekommt er einen benutzergeführten Dialog mit einem QR-Code drin, wo man sagt, Mensch, der Administrator hat hier festgelegt, dass du hier einen zweiten Faktor brauchst, einen Multifaktor brauchst. Mach bitte Folgendes, scan bitte diesen QR-Code ein und dann kann er sich dort selbst dementsprechend authentifizieren mit seinem Smartphone. An der Stelle ist das möglich und dann brauchen Sie als Admin da eben dementsprechend keinen Eingriff mehr vornehmen. Eine schöne Geschichte an dieser Stelle, glaube ich, hilft das auch weiter, wenn ich große Umgebungen habe. Und zu allerletzt eben das Thema Sicherheit, da springen wir einmal mal schnell drüber. Also ja, wir erfüllen hier natürlich diverse Compliance-Anforderungen, angefangen mit der DSGVO, aber auch internationale Standards wie PCI und HIPAA. Wir behalten die Datenhoheit. Das heißt, Sie haben nicht nur eine All-in-One-Installation, sondern wir betreiben auch Stand heute noch einen On-Premises-Server. Das heißt, die Daten bleiben bei Ihnen im Unternehmen und nicht irgendwo in der Cloud oder bei, gegebenenfalls noch bei einem Drittanbieter. Das Thema Betrugsprävention, das heißt, jemand hat das Smartphone gestohlen und kennt den PIN. Auch da können wir entgegenwirken, denn wir nutzen auch biometrische Verfahren in der Smartphone-App, ob das jetzt iOS oder dementsprechend Google ist, spielt an der Stelle keine Rolle. Und zu guter Letzt die anfangs schon erwähnten Zertifizierungen. Ja, die Produkte sind ISO-zertifiziert und wir haben hier keinen OEM-Code. Das heißt, wir haben nicht einfach ein Drittanbieterprodukt zugekauft und geben das eben hier als unser eigenes Produkt aus. So sieht das aus von der Konsole. Ist relativ unspektakulär. Ich habe halt hier die Möglichkeit, auf einen Blick zu erkennen, wie viele User ich habe, wo es gegebenenfalls Arbeit für mich gibt, welche Server und welche Geräte ich dementsprechend nutze, welche Komponenten ich schützen möchte, also welche Dienste, hier sind jetzt nur ein paar ausgewählt, wie viele Lizenzen ich insgesamt habe, wann die auslaufen, wie viele davon genutzt werden und welche Produktversion ich habe. Das ist erstmal der große Einblick. Und dann kann ich eben meine User hier oben verwalten, meine Komponenten erweitern und konfigurieren und auch Hardware-Tokens von hier aus einbinden und steuern. Das ist eine angenehme Geschichte und on top habe ich natürlich die Möglichkeit, auch Reportings daraus zu ziehen, wenn ich sie denn für das Management oder für gewisse Analysen brauche. Unspektakulär, worauf ich eigentlich hinaus will, ist das Thema, dass wir in der Lage sind, eben trotz Komfort für mehr Sicherheit zu sorgen und das wiederum sorgt für eine breite Akzeptanz beim User. Die brauchen wir auch, weil jede Security-Maßnahme on top ist eben meistens unbeliebt und wird auch gerne mal versucht, eben dementsprechend zu umgehen oder zu boykottieren. Und wenn wir es dem User möglichst einfach machen und er nicht nur den Sinn dahinter verstanden hat, sondern auch sieht, dass es ihn in seinem Tagesgeschäft nicht einschränkt, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Und das ist dann eben dementsprechend auch der Grund, warum wir nach dem Proof of Concept zum Beispiel so viele Aufträge gemeinsam mit unseren Resellern gewinnen. Wie können denn jetzt die nächsten Schritte aussehen? Also wie können wir jetzt weitermachen und was kann ich denn dementsprechend aus diesen Informationen mitnehmen? Und da möchte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, ja, das Ganze ist natürlich ein Einzelprodukt und es macht gegebenenfalls Sinn, sich hier auch in anderen Bereichen noch zu betätigen, mit Hilfe natürlich auch unserer Reseller, denn Authentifizierung ist für uns in unserem Zero Trust Reifegradmodell, können wir hier nicht im Detail besprechen, aber hier sehen wir einfach mal quasi ein Reifegradmodell der IT-Sicherheit orientiert an den realen, ich sag mal, an den realen Ständen, die wir denn gemeinsam in Projekten vorfinden. Da gehört das Thema hier in die Stufe Grundschutz Plus und das ist für uns die erste Stufe zum Thema Zero Trust, auch für jede Unternehmensgröße eben dementsprechend einzusetzen und das, was wir eigentlich brauchen, das kombiniert einige Dinge, die wir uns vielleicht auch nochmal anschauen, wenn Sie das noch nicht kennen, das Thema Multi-Secured Endpoint, denn hier kombinieren wir mehrere Ansätze der IT-Sicherheit, um eben ein größeres Level für den Kunden darzustellen, das heißt die klassische Endpoint Security wird ergänzt durch Access Management, Datensicherheit und die Funktionalität einer Cloud Sandbox.
Dafür gibt es sogar eine eigene Broschüre, wenn Sie sagen, Mensch, das ist ja interessant, aber ich habe ja verstanden, dass ich ja vielleicht ganzheitlich dran muss. Dann können Sie sich hier mal einlesen in die Thematik, ist aus meiner Sicht ganz kurzweilig geschrieben und kann Ihnen auch weiterhelfen zu verstehen, warum auch die anderen Themen hier eine große Rolle spielen. Aber ich hatte ja gesagt, das Produkt gibt es natürlich auch einzeln und auch hier ist es natürlich sehr hilfreich. Und wenn Sie da sagen, Mensch, das ist interessant, ich hätte ganz gerne 2, 3 Informationen dazu, dann lassen wir Ihnen natürlich gerne hier ein gesondertes Datenblatt zu dieser Lösung zukommen. Für diejenigen unter Ihnen, die sagen, jetzt habe ich auch keine Lust, 15, 16 Seiten zu lesen, gibt es das Ganze auch als One-Pager, quasi wie eine Art Case-Study zusammengefasst für diejenigen, die sagen, ich möchte es vielleicht auch meinem Entscheider mal vorlegen, der hat keine Zeit, irgendwie 16 Seiten zu lesen, dann nehmen Sie gerne auch den One-Pager da zur Hand. Und dann bleibt mir eigentlich immer nur die Einladung zu dem, was ich eben schon gesagt habe, testen Sie gerne gemeinsam mit unseren Resellern, also sprechen Sie unsere Reseller an, testen Sie das Produkt auf Herz und Nieren in einem sogenannten Proof of Concept. So haben Sie relativ einfach die Möglichkeit, zwischen 30 und 90 Tagen eben von unserer Seite kostenlose Lizenz zu bekommen und dann eben zu schauen, wie bewährt sich das im Alltag, funktioniert das wirklich so gut, kann ich das wirklich so schnell einrichten. Wir sprechen ja in der Installation immer von Zeiträumen von weniger als 10 Minuten, bis Sie den ersten User dann hier dementsprechend auch mit dieser Lösung ausstatten können. Das ist auch kein Marketingspruch, sondern in der Tat Realität. Das funktioniert und dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen, denn nur so kann man eben verstehen und erfühlen, wie unsere Lösung im Alltag eben dementsprechend funktioniert. Und ich hoffe auch, dass wir alle gemeinsam verstanden haben, wie wichtig es ist, das Thema Passwörter und Integrität dauerhaft zu lösen. Dann würde ich an dieser Stelle auf den Fragenbereich wechseln und die Aufzeichnung beenden, damit wir eben dementsprechend hier nicht über Gebühr lang werden bei der Aufzeichnung.